Die meisten Auszubildenden in Niedersachsen und Bremen sind mit ihrer Ausbildungsqualität zufrieden. Von insgesamt 2568 Auszubildenden, die der DGB befragt hat, weiß aber fast die Hälfte im letzten Ausbildungsjahr nicht, ob sie überhaupt übernommen werden. Dabei brauchen die Auszubildenden klare Ansagen, betont Ute Neumann. Sie ist die DGB-Bezirksjugendsekretärin in Niedersachsen und Bremen. Junge Menschen brauchen Perspektiven, brauchen eine Zukunft. Und ihnen nicht zu sagen, ob sie übernommen werden oder nicht, bietet es halt nicht. Und wenn ich Fachkräfte für mein Unternehmen haben möchte, muss ich denen eine Zukunft bieten. Eine eigene Wohnung können sich viele Auszubildende kaum leisten. 71% der Befragten wohnen daher noch bei ihren Eltern. Zwei Drittel würden aber lieber alleine leben. Grund dafür sind zu hohe Mieten und das oft zu geringe Ausbildungsgehalt. Die seit 2020 bestehende gesetzliche Mindestvergütung ist dafür noch nicht genug, erklärt Ute Neumann. Die Ausbildungsvergütung von Auszubildenden ist ja sehr unterschiedlich. Wir haben seit diesem Jahr eine gesetzliche Mindestausbildungsvergütung einziehen können. Dafür haben wir als Gewerkschaftsjugend stark gekämpft. Die ist aber 515 Euro. Von 515 Euro im Monat kann kein Mensch leben. Der jährliche Ausbildungstüv zeigt, dass die ArbeitgeberInnen dringend noch was verbessern müssen, sagt die DGB-Bezirksjugendsekretärin Ute Neumann. ArbeitgeberInnen können sehr viel tun, um die Qualität der Auszubildenden zu verbessern. Zum einen in Teilen der Branchen höhere Löhne, Ausbildungsvergütungen zahlen, zum Teil eine bessere Betreuung durch AusbilderInnen sicherstellen und zum Teil Überstunden runterschrauben und den Leuten eine Perspektive geben. Also sagen, ihr werdet übernommen oder ihr werdet nicht übernommen. Außerdem fordert der DGB ein Azubi-Ticket. Das von Wirtschaftsminister Bernd Altusmann angekündigte Freizeitticket ist zwar ein Anfang, hilft den Auszubildenden aber nur bedingt. Ein Azubi-Ticket wäre eine Entlastung für die Auszubildenden und auch den Verkehr, erklärt die Leiterin der Abteilung Jugend der DGB. Also die Auszubildenden werden entlastet finanziell, haben dadurch mehr Geld, um an anderen gesellschaftlichen Sachen teilzuhaben. Das steigert die Attraktivität der dualen Ausbildung und damit wirkt das einem Fachkräftemangel entgegen. Gleichzeitig ist ein Azubi-Ticket, wenn quasi junge Leute angeregt werden, auf den ÖPNV stärker noch umzusteigen, als mit dem Auto zu fahren, ist es ein ganz grundlegender Beitrag für den Klimaschutz. Das Azubi-Ticket soll zudem länderübergreifend funktionieren. Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt von Niedersachsen und Bremen ist nämlich stark miteinander verbunden. Viele Azubis arbeiten in Bremen, wohnen jedoch in Niedersachsen oder umgekehrt. Nicht zuletzt soll ein länderübergreifendes Azubi-Ticket daher den Pendlern entgegenkommen.